Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play A Plague Tale Requiem. Wir versuchen immer noch mit Arno, Hugo und Amicia hier durch diese Höhle zu kommen, damit wir zu einem Ort kommen, wo wir mit einem Schiff endlich auf diese besondere Insel können, von der wir uns versprechen, dass sie Hugo dauerhaft heilen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir die Ratten denn tatsächlich... Wartet mal. What's that? What happened here? Okay. Ich habe jetzt irgendeine Kombination gedrückt, die dafür gesorgt... Ah, okay, so. Wir können sie tatsächlich kontrollieren und dann könnten wir sie wegschicken. Ja, die Frage ist... Wie kommen wir hier am besten durch? Wir könnten theoretisch hier Feuer entzünden, Feuer entfachen und da drüben auch. Das würde gehen. Da drüben könnten wir Stöcker bekommen, was wir vermutlich auch bräuchten. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal probiere, mit Ignifer das da drüben anzuzünden. Das ist, glaube ich, schon mal keine schlechte Sache. So. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Was? So. Wir könnten jetzt mit einem Armbrustbolzen hier auf dieses Holzbrett schießen, damit es brennt und die Ratten dort auch vertrieben werden. Ich befürchte nur, dass das gar nicht reichen würde, so wie ich das gerade sehe. Insofern müssten wir wahrscheinlich sogar auch arbeiten mit Thea. Vermutlich. Sicher bin ich mir da auch nicht. Und ich will auch ehrlich gesagt ungern einen Armbrustbolzen verschießen. Da habe ich nämlich gerade nur noch einen. Auch wenn ich es könnte. So. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Und es reicht nicht, wie ihr seht. Deswegen werden wir jetzt hier mal nochmal eben Teer hinschmeißen. Das reicht. Perfekt. Alles klar. Wir können Hugo hier durchschicken, glaube ich. Na, wir können selbst hier durch. Perfekt. Wir gehen jetzt erstmal hier lang und gucken, was auch immer hier noch ist. Alkohol, okay. So, und hier haben wir einen Stock. Mit diesem Stock müssten wir ja theoretisch eigentlich rüberkommen können schon. Schnell, hoch. Verstanden. Naja, so imminent gefährlich ist es jetzt also, nicht, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Dass die Ratten da sind. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen. Du kommst mit und gehorchst. Vor allen Dingen durchquere die Höhlen von wegen erfüllt. Wir sind ja jetzt erst hier oben nur für den Ausguck. Diese Stöckchen? Komm einfach mit. Aber eigentlich müssen wir ja wieder hier runter. Ach, guckt mal. Das hätte ich natürlich... Da ist noch eine Truhe. Okay, wir machen Folgendes. Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Wir machen das wirklich ganz oft. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich befürchte, der Stock geht vorher aus. No! Zu mir! Geschafft. Kinderleicht. Genau das war und hab ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Das Pyrit hält nicht lang los. Ach du Scheiße. Also wir haben jetzt das Pyrit aufgeben müssen. Einfach, weil ich nicht sterben wollte. Ich hätte es auch anders machen können, aber ganz ehrlich. Die paar Minuten erspare ich euch. Und jetzt guckt mal, was wir da unten haben. Das ist ja... Das ist das reinste Rattennest. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Wir müssen da rein. Es geht ja nicht anders. Was sollen wir sonst tun? Alter, ist das heftig. Aber diese Nester kennen wir aus dem ersten Teil. In der Heimat von Amicia haben wir sie gesehen. Zum Beispiel. Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. So, den ziehen wir jetzt einmal heran. Perfekt. Genau das brauchen wir. Genau das brauchen wir.
So, dann werfen wir da jetzt mal mit Ignifer drauf. Na gut, einmal durchatmen und los. Los geht's. Es wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Er wird mir ganz anders. Naja, was sind das wohl, Leichenteile? Aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Schaut ihr mal. Seid also aus Griechen. Da hat alles angefangen. Ihr... Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Also habt ihr das schon mal gesehen? Definitiv, ja. Unser erstes Haus war voll davon. So muss die Hölle aussehen. Nur eine Version. Wir haben noch viele andere gesehen. Ich auch. Aber so noch nie. Ich will nicht wissen, wie viele Ratten dieses Spiel noch auf den Bildschirm zaubert. Es werden ja auf jeden Fall noch welche dazukommen. Was wir uns jetzt nochmal eben anschauen müssen. Wie öffne ich das denn nochmal? Wie öffne ich das? Das Menü. Hello? Warte mal eben. Also. Ignifer, Extinguished Tear. Das ist das, was wir gerade aktuell haben. Fertigkeiten, sieht okay aus. Können wir etwas aufwerten? Wir können wieder etwas aufwerten. Die Frage ist, was? Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel ermöglicht es, Amicia einen zusätzlichen Topf zu tragen. Das eigentlich am allerwenigsten gerade. Armbrust. Mit mehr Köcherkapazität kann Amicia zusätzliche Bolzen tragen. Durch eine zweite Halterung einer Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Eigentlich auch gut. Amicia verbessert ihre alchemistische Munition und ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten. Ich glaube, Armbrustbolzen finde ich gut. Das machen wir jetzt erstmal. Viel besser. So, und die letzte ist hier verstärkte Bolzen. Durch eine Verstärkung der Bolzen kann Amicia sie aus gegnerischen Leichen zurückgewinnen. Holy shit. Das ist mega gut. Aber es kostet 80. Wahrscheinlich kann man einen Bolzen dann einmal wieder verwerten, sozusagen. Okay. Weiter geht's, Arno. Bleib dicht bei mir. Daido hat es vorher gesehen. Oh Mann, ey. Krass, wie dieses Nest aussieht, ey. Und da hinten sind auch immer noch mehr Ratten. Ich glaube, der Weg wird auch langsam ein bisschen dünn für den Karren. Also weit können wir den nicht mehr schieben. Überall sind sie. Ist das crazy. Himmel, dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Ach du Scheiße. Das ist wirklich riesig. Und da unten ist wieder so ein Armbrust. So eine Armbrustholzplanke. Was darauf hindeutet, dass wir da wahrscheinlich auch gleich noch irgendwas machen könnten. Aber wir müssen erstmal hier lang. Glaube ich. Vorsicht. Oh no. Am besten alle nacheinander. Und Arno ist ein bisschen schwer dafür eigentlich. Arno! Oh Gott, nein! Sie kommen zu mir! Schnell, ich brauch Licht! Warte, warte, lass mich! So. Verdammte Scheißviecher! Alles klar? Noch heil? Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze und die mich angreifen wie ein Sonntagsbraten. Wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Ja. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi-Sungris. Du hast recht. Da ist es wieder. Arno! Ach, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu! Gut, ich bin bereit! Epi-Sungris kennen wir noch aus dem ersten Teil. Auf dein Zeichen! Jetzt! Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht sei Peter? Tja, Lukas ist nicht dabei, aber wir haben ja einiges alchemistisches Wissen auch aus dem ersten Teil gewinnen können. Du kannst jetzt Odoris herstellen.
Odores, die nächste alchemistische Zutat, beziehungsweise das, was wir herstellen können und offensichtlich auch das letzte. Alle weiteren Sachen haben wir ja nun schon, beziehungsweise hier ist einfach kein Platz mehr. Hier, Odores, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Odores lockt Ratten kurze Zeit zum Aufprallen blablabla an. Ja, wie gesagt, das kennen wir ja aus dem ersten Teil. Können wir hier noch was herstellen? Hier, ja. Odores ist halt ein Odeur, es ist halt ein Odeuvre. Es ist, you know what I mean. Die Kurbel, meint er die da drüben? Oder sie? Okay, dann werden wir Odores jetzt einmal mit der Schleuder hierhin schleudern. Jetzt! Schnell, Anno! Ja, weiß nicht, was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ja, bitte. Übernimm du das, Anno. Los geht's. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Mal sehen. Ah, man kann mit... Ah, verstehe. Man kann darauf schießen. Mit Odores. Nice. Und wir haben ja ein paar Bolzen. Die schießen mit Odores darauf, ne? Dann werden die Ratten dort angelockt. Ja, das sollte halten. Sag, wenn ich loslasse. Du kannst aufhören. Schon dabei. Jetzt gehen sie alle dahin. Lauf, Anno. Und wie ich laufe. Nice. Und wir haben Odores kennengelernt. Ist nur Blut von ihrer Beute. Ach nur. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Na dann ist ja alles okay. Ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenne ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja, genug Nervenkitze? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheiße lassen mich wie einen Grünschnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, wirklich? Hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Das ist eine ziemlich gute Idee. Der Typ ist echt nicht blöd. Boom. Ah, das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Hey, das Feuer brennt wie die Hölle. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg. Ja, das werden wir. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weicht zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebraten. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Irgendwie ist er doch ganz sympathisch, ne? Aber ich traue ihm immer noch nicht. Ich weiß nicht. Wenn man eins aus diesen Spielen gelernt hat... Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Dann, dass die eine Hälfte der Charaktere stirbt und die andere Hälfte einen hintergeht. Es gibt nur ganz wenige Freunde, die wir im Laufe der Reise gesammelt haben. Und wir haben es geschafft. So, Schluss jetzt. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Wir haben die Höhlen überlebt. Runter da! Los! Sicher! Wir haben die Höhlen tatsächlich überlebt. Und Arno hat sich wirklich, zumindest dort, als guter Gefährte herausgestellt. Was haben wir hier? Eine Werkbank? Gut, dann an die Arbeit. Ja, eine zerbeulte Werkbank. Also theoretisch kann man halt hier jetzt was machen. Angriff sind wir hier fast eine Stufe weiter. Bewusstsein, Raffinesse.
Das klingt auch alles ganz gut. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wo wir hinkommen werden. Da drüben sind ja noch mehr Ratten. Ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen. Was haben wir hier? Oh, da steht was. Guck mal da drüben. Das Boot fährt nirgendwo mehr hin. Oh, da stand der Name. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Ja, der Rumpf hat auf seinen Reisen viel Sand und Felsen gefressen. Oh je, es ist schlimm, seinen Namen zu verlieren. Wir taufen es neu. Darf ich? Klar, warum nicht? Das hat es sich verdient. Wie wär's mit Hugo Zampano? Ich nenne es die Unsterbliche. Das passt nicht ganz. So sieht es auch aus, ja. Tja, tot ist erst, wer komplett unter der Erde liegt. Dann bekommt es seine wohlverdiente Ruhe. Kommt. Neue Erinnerung überlebt. Ah, da haben wir sogar mal tatsächlich drei in einer Reihe. Das hatten wir ja bisher auch noch nicht. Cool, cool. Und guck mal, ne, wenn wir jetzt bei 8 sind. Warte mal, das ist aber ungefähr die Hälfte, ne? Warte mal. 3, 6, 9, 11. 21, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich nehme auch mal an, dass wir ungefähr bei der Hälfte des Spiels angekommen sind. Es wurde ja in vielen Tests bemängelt, dass das erste Drittel recht schwach ist. Entschuldigung. Weil es nur mehr vom Gleichen quasi bietet. Wenn man das mit dem ersten Teil vergleicht. Bisher fand ich es aber ganz stimmig, muss ich sagen. Ein paar neue Ideen sind halt dabei. Das mit der Armbrust finde ich gut. Und mal gucken, was da halt noch so kommt, ne? So, hier haben wir noch mehr von den Viechern. Wir können jetzt zum Glück einfach durchwarten. So hoch ist das Wasser nicht. Da drüben ist auch jemand. Schaut mal. Gehört wahrscheinlich zu Sophias Bande. Da drüben ist wieder Episankis. Oder wie das heißt. Wir könnten die mit Odorus weglocken. Wir könnten die alle mit Odorus hier hinlocken. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja? Eine Heilige? Oh nein. Oh nein. So, da haben wir einen Bolzen, das ist sehr gut. Das da drüben brennt leider nicht lange. Überhaupt nicht lange. Ah, da könnten wir, das ist sehr gut. Da könnten wir auf jeden Fall einen Stock bekommen. Das reicht natürlich wieder nicht ganz, das war ja so klar. Ich will eigentlich nur den Stock haben, dahin gehen. Ich könnte da Teer reinschmeißen. Danke. Alter, was für ein Leuchtfeuer. Gib mir den Stock. Aber mich kriegt ihr nicht. Oh, da könnte man auch noch hin. Nehmen wir erstmal das. Jetzt müssen wir das abfackeln. Schnell, schnell, schnell. Wo sind die sogar gestorben? No. Können wir das Harz noch irgendwie anders nutzen? Ja. So, und jetzt schnell. Wir brauchen Teer, Teer, wir brauchen Teer. Was geht denn, Alter? Teer, Teer, wir brauchen... Oh! Okay. Scheiße. Das war ein bisschen doof jetzt. Das hätte ich beachten müssen. Naja, man kann ja zur Not auch Odorus verwenden. Oder hätte ich grundsätzlich verwenden können. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja? Eine Heilige? Oh nein. Da muss er selbst lachen.
Wir können ja nochmal... Odorus können wir noch einmal herstellen. Schleuder. Im Großen und Ganzen würde ich das jetzt quasi nochmal so machen wie beim letzten Mal. Ist der Soldat jetzt eigentlich von Sophia oder ist es von jemand anderem? Komm schon, mach das Ding auf. Mach das Ding doch auf. Warum macht sie die Truhe nicht auf? Sie macht die Truhe nicht auf. Ihr seht das, sie macht die Truhe nicht auf. Ja, da kann ich ja nur sterben. Du hast mich gerettet, indem ich mich in die Ratten geschmissen habe. Genau. Nee, mal ganz im Ernst, was war das denn jetzt für ein dämlicher Bug? Das ist schon ein bisschen fragwürdig jetzt gerade. Sie macht die Truhe nicht auf. Das ist ein bisschen nervig. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Die Frage ist zum Beispiel, was auch da drin noch ist, in dem Schiff. Weil man kann ja auch um das Schiff noch herumgehen. Man kann auch da hoch, so wie es aussieht. Ich meine, ich will natürlich auch möglichst viel hier finden. Das ist ja immer so mein Antrieb. Odorus mache ich auf jeden Fall nochmal. So. Einmal Ignifer. So, da schmeißen wir dann einmal Teer rein. Wurf. Ah, da drüben ist wahrscheinlich auch noch eine Truhe. Also ich würde sagen, wir werfen jetzt einfach mal... Ne, Odorus ist eigentlich zu wertvoll. Dann machen wir so. Ich will jetzt erstmal hier oben hin. Anno! Was macht er denn da für eine Scheiße? Was macht dieser Honk denn da schon wieder? Habe ich jetzt einen Armbrust... Okay. Also so langsam nervt es mich auch ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht Lust, diese Stelle irgendwie noch 20 Mal zu machen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja? Eine Heilige? Oh nein. So... Kennen wir ja mittlerweile schon. Einmal. Nein. Bitte nicht. So. Jetzt hätte ich beinahe einen Topf geworfen, also. So, jetzt müssen wir einmal noch mal eben gucken.
Dann gehe ich erstmal gucken, wo das hier hinten noch hinführt. Der Weg hier unten. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Nichts. Sicher, dass hier bei dem Ganzen... Hier sind alle... Okay. Da ist also auf jeden Fall, na wie gesagt, das nervt mich jetzt langsam ein bisschen, aber ich bin ja auch selbst schuld, aber ich wollte hier einfach mal nochmal gucken. Waren wir da drüben jetzt schon? Ja, die Truhe ist geöffnet, interessanterweise. Odoris. Oh, können wir jetzt richtig viel herstellen, sehr schön. So, vielleicht müssen wir erstmal da rein. Oder vielleicht ist es einfach nur ein anderer Weg. Ich finde das gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer zu verstehen, wo wir hier rein können und wo nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Also die Soldaten sind offenbar Feinde. Das sind nicht die Schmuggler, die wir suchen. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Nichts. Sicher, dass hier bei dem ganzen Okay, ich hätte Pyrit werfen können, aber wollte ich jetzt dafür nicht aufwenden, ehrlich gesagt. Okay, dann ist hier... Ach, wir können die Fackel nehmen. Los, Anno. Hau sie weg, Anno. Hau sie doch weg. Ich dachte, du machst das. Kriegt er sie jetzt tot oder nicht? Anno, dein Ernst? Okay, nee, das mache ich nicht. Wir haben zu viele Ressourcen verschwendet. Das mache ich so nicht. Das Messer, ein Armbrustbolzen. Nee, nee. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Nichts. Sicher, dass hier bei dem ganzen Rand immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten, seh dich um. Das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertrauen mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. So, die Fackel hält ja eine Weile. Wenn ich die jetzt hier fallen lasse... Wie können wir ihm helfen? Odoris. Oh Mann. Was ist denn das? Wie soll ich denn hier hochkommen, wenn der Bastard da unten bleibt? Wie soll das denn funktionieren? Ich kapiere das Spiel gerade einfach nicht. Ist auf jeden Fall tot. Da hinten ist noch einer.